und willkommen zu Pokémon Battle Revolution. Es ist wild, ich weiß. Ich bin diesen Monat, oder nächsten Monat geht es theoretisch erst los, in einer Battle Revolution Liga angemeldet. Und die wird geleitet von Löwe, meinem Gegner hier. Und wir haben uns gedacht, boah, lass uns doch einfach mal, bevor es losgeht, so ein bisschen reinkommen und schon mal so ein Testgame spielen. Und das machen wir heute. Ich schreibe mir eben Löwes Team auf. Ich werde einmal unsere beiden Kader einblenden. Die sind random generiert über Benes Team Composer. Wir haben noch nicht gedraftet. Wir wollten einfach erstmal uns random Teams generieren und mal ein Testgame machen. Und das machen wir heute. Ich gehe gleich eben schnell auf meine Pokémon ein. Ich schreibe nur eben das Team von Löwe auf. Da haben wir Celebi, wir haben Latias. Latias wird in der Liga zum Glück nicht erlaubt sein, weil das ist ein bisschen eine Katastrophe. Drachen in Gen 4 sind ein bisschen sehr crazy. So, wir sehen hier einen Quillfisch. Das hat noch kein Intimidate. Wir sehen Vesprit und wir sehen Sandama. Sandama und Frostedje werden in der Liga auch durch Technicalities gebannt sein, weil ihre Fähigkeiten Evasion boosten und das verboten ist und die keine anderen Fähigkeiten haben in der Gen. Das heißt, die sehen wir hier auch mal und danach nie wieder. So, also, was ist hier mein Lead? Ich habe keine Hazard Removal dabei. Dementsprechend möchte ich eigentlich nicht, dass mein Gegner hier for free Hazards legt. Ich glaube aber nicht, dass ich es großartig verhindern kann. Frostedje wird meine Wincon im Endgame werden. Ich kann mit Selfe halt erstmal selber Hazards legen. Kann euch das Team gerade nicht. Nein, ich bin nicht einverstanden. Ich kann euch das Team leider gerade nicht groß zeigen. Ich sage also eben, was ich habe. Ich habe ein eher physisch defensives Carmine-Suicune mit Surfer, Signalbeam, Signalbeam, Calm Mind und Protect. Ich habe Scar Feature mit Fire Blast, Drachenpuls, Earth Power, Explosion. Frostlass ist Life Orb mit Ice Charge, Shadow Ball, Hidden Power, Ground und Ice Beam. Uxie ist speziell defensiv mit Stealth Rocks, Kehrtwende, Donnerwelle und Psychokinese. Primeape ist auch gescarft. Es gibt keine Item Claws mit Close Combat, U-Turn, Outrage und Ice Punch. Und Medicham ist Selekberry mit Endure und Bulk Up, Zen Headbutt und Reversal. So. Also. Endgame Sweep entweder mit Medicham oder mit Frostedje. Probably eher mit Medicham. Frostedje Lead wäre halt eine Idee, aber der one-hitted halt nichts, ne? Das ist so das Problem. Deswegen ist Frostedje im Lead halt ein bisschen meh. Wenn ich da einen Quillfisch vor mir stehen habe, dann werde ich das auch. Ja, ich werde es two-hitten. Mehr aber auch nicht. Ja, Selfe im Lead gibt mir direkt Stealth Rocks und ist gegen alles ganz gut. Ich werde halt safe damit selber Stealth Rocks fressen, aber die sind nur für Frostedje wirklich schrecklich. Deswegen glaube ich, ich leade mit Selfe. Ja, wir leaden mit Selfe. Ich hätte mein Selfe Seife nennen müssen, es tut mir leid. Das ist ein Fehler meinerseits. Das ist dadurch nur halb so lustig, wie es das sein könnte. Oh, Battle Revolution ist so ein cooles Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Es ist so toll. Es ist so ein tolles Spiel. Okay, Löwe, dann hau mal raus. Quillfisch. Quillfisch ist gut. Heroisch stehen die Pokémon vor dem faszinierenden Panorama von Poketopia bei Nacht. Quillfisch ist gut. Dem gebe ich erstmal eine Psychokinese, danach kann ich immer noch Stealth Rocken. Weil wenn Quillfisch weg ist, dann ist das schon mal gut für meine Close Combats. T-Spikes. Okay, die sind sehr nervig. Die sind sehr nervig, die werde ich auch nicht los. Und die haben auch direkt meine Endure-Strat gekillt. Das ist bitter. Das ist sehr bitter. Endure-Strat einfach weg. Suicune ist damit auch gehandelt, weil das ist kein Rest-Set. Oh oh, der T-Spike ist sehr katastrophal. Der ist komplett schrecklich. Gehe ich jetzt erstmal für Stealth Rocks? Ich glaube halt nicht. Oder doch? Ich will halt jetzt nicht getauntet werden. Ich gehe nochmal für Psychokinese. Ich möchte das Quillfisch gern loswerden. Wenn es jetzt taunten möchte, ist das okay für mich. Geht für einen Spike. Okay. Ja, Katastrophe. Ich hätte einen Spinner mitbringen sollen, aber wenn ihr euch meinen Kader anguckt, ich habe jetzt keinen besonders geilen Spinner fürs Matchup. Ja. Okay, also Quillfisch ist weg. Wir haben die Hazards nicht verhindern können. Dann wäre Frostlass vielleicht doch ein guter Lead gewesen.
So. Okay, aber wir müssen eigentlich nur Latias, Celebi in Wir müssen eigentlich nur alles ein bisschen chippen, weil Froslass ist schneller als Latias mit Hidden Power. Fire wird es wahrscheinlich nicht sein, weil mein Steel-Type ein Heatran ist, ne? Aber schneller als Latias mit Hidden Power. Fire, es ist im Speed-Time mit einem normalen Latias, aber habe auch Eisschaden dafür, ne? Warum kommt hier Infernape? Zumindest was die Zahl kampffähiger Pokémon betrifft. Da will wohl jemand Stealth-Rocken. Will ich hier auch einfach Psychokinese drücken? Ich drücke hier auch einfach nochmal Psychokinese. Kehrtwende. Okay, ist das Choice Band? Starke Kehrtwende. Fühlt sich nicht Bandit an. Hätte ich jetzt mal gestealthrockt, wäre cool gewesen. Aber wenn Sandslash reinkommt, ist, glaube ich, Psychic hier der bessere Play. Und die meisten anderen Mons möchte ich halt einfach selber Thunderwaven. Von daher ist das fein für mich. Jetzt mache ich hier gerade mal Infernape in den Kalk. Und hier kommt Vesprit. Keine Bandit-U-Turn. Nee. Vesprit. Okay. Hallo, Vesprit. Ich werde jetzt einfach mal Stealth Rocken und dann raus U-Turn. Vesprit geht hier wahrscheinlich auch für einen Stealth Rock. Kriegt hier aber erstmal einen Speed-Death-Drop. Ich weiß nicht, wie relevant der ist. Wir sehen Leftovers auf Vesprit. Okay. Ja, beide Seiten haben noch eine Chance zu gewinnen. So, setten wir erstmal Tarnsteine. Können wir als nächstes erwarten? Wir werden hier komplett out-hazarded. Da kommen wir nicht drum rum. Rapid Spinner ist auch noch da. Das ist ein bisschen nervig. Tarnsteine gehen raus. Ich bin sassy. Also minus Speed Nature. Hat aber trotzdem mich dazu geführt, dass ich langsamer bin. Das Vesper geht nochmal für eine Kehrtwende. Okay. Haben wir da auch eine U-Turn, aber mit einem Crit. Cool. Aber auf einem Slow Vesper. Weil es ist langsamer als Upsi mit Minus Speed. Vesprit ist slow. Jetzt könnte hier der Rapid Spinner reinkommen. Ich habe aber einen Spin-Blocker, den ich hier nicht reinbringen möchte. Deswegen denke ich, wenn der Rapid Spinner hier reinkommt, drücke ich einfach Psychic, weil ich wahrscheinlich schneller bin. Und den halt Stealth Rocken kann, sollte er Rapid Spin. Und ich nehme jeden Chip Damage erstmal freudig an. Nape. Okay, es kommt Nape. Da möchte ich jetzt nicht auf der U-Turn irgendwie Faxen machen. Ich glaube, auf der U-Turn Faxen machen ist einfach eine blöde Idee. Also in irgendwas reinzuwechseln. Ich meine, Selfe macht eh nichts mehr, ne? Also könnte ich jetzt hier zu U-Turn sterben und das Momentum einfach mal mitnehmen. Ich glaube, das ist schon sinnvoll. Meine Wincon ist wahrscheinlich Scarf Heatran. Ich würde halt mit Fireblast nicht durchgehen, aber eventuell mit einem. Ich muss halt Vesprit sehr low kriegen, ne? Aber dann könnte vielleicht Scarf Heatran was machen. Ich probiere mich jetzt mal an der Donnerwelle, aber wahrscheinlich sterbe ich zu Kehrtwende. Ja. Okay. Aber Tarnsteine sind draußen. Das ist gut. Und wenn jetzt Sandslash kommt, kann ich in mein Icebeam-Mon gehen und da ist jetzt nicht so ein geiler Switch-In vorhanden. Also mit Frostlass kann ich dann Druck aufbauen. Wenn jetzt Sandama für den Rapid Spin kommen sollte. Und ansonsten kann ich gegen die meisten Sachen in Heatran gehen. Gegen Vesprit muss ich überlegen, was ich mache, weil ich will da eigentlich nicht in Frostlass gehen, um zu Shadow Ballen, weil ich werde halt nicht killen. Jetzt kommt Vesprit. Vesprit, tut mir leid. Es ist Vesprit. Ich könnte mich halt auch in die Luft sprengen mit Heatran. Aber ich brauche Heatran eigentlich. Deswegen ist, glaube ich, eine blöde Idee. Also, ich könnte jetzt in Frostdead hier gehen. Frostlass. So, haben wir da jetzt stehen und wir stehen dann einem Vesprit gegenüber, das eher, wahrscheinlich eher physisch defensiv ist. Nimm von Shadow Ball 50. Wir sind nicht in der richtigen Gen im Kalk. Okay, Moment. Also, nochmal. Frostlass. Gegen Vesprit. Aber wird, glaube ich, wenig am Damage tun. So. Machen wir so 60-70. Machen wir mit Shadow Ball.
gegen Fyzdev Mesprit. Wenn Mesprit weg ist, dann verbessert das mein Matchup mit Heatran ungemein. Und nicht nur mein Heatran-Matchup, vor allem auch mein Razaf-Matchup. Deswegen glaube ich, ich möchte hier in Frostedje gehen und ich möchte Life Orb Shadow Ball drücken. Und hier kommt Frostedje. Da gibt es keinen guten Switch-In rein. Vesprit kann mich nicht one-hitten. Und ich werde jetzt halt irgendwem ordentlich Damage reinzimmern. Also drücke ich jetzt hier den Spukball. Ist halt sehr schade, weil Frostedje hier jetzt schon hergeben, der ist halt sehr strong, ne? Der ist sehr strong. Aber ich glaube halt, wenn ich das Vesprit losgeworden bin, werden meine Scarf Primeape U-Turns und meine Scarf Primeape Outrage langsam, aber sicher immer besser. Weil ich halt, na, nicht mal unbedingt. Nicht mal unbedingt. Aber Vesprit loswerden ist auf jeden Fall wichtig. Vesprit ist ein Bulkimon, das mir im Weg steht. Und ich glaube, mit Frostedje force ich am ehesten Damage da drauf. Guter Damage, fühlt sich Fyzdev an, kann ein bisschen mixed-defensiv sein. Auf jeden Fall nicht Full-Spedev, Spedev-Drop, da ist er. Hallo, sehen wir eine Kehrtwende. Sehen wir eine Kehrtwende. Wir sind eine Psychokinese, die stecken wir aber, denke ich, weg, oder? Der Kampf spitzt sich zu. Jo, haben wir weggesteckt und wir leben danach sogar noch ein... Na, wir sterben jetzt im nächsten Turn. Wir sterben jetzt im nächsten Turn. Keine Seite hat bisher eine wirkungsvolle Attacke auf. Aber ich kann mit Spukball jetzt quasi einen Kill forcen, denke ich. Bei Sandslash wird er auch sehr viel Schaden von nehmen. Ice Beam will ich nicht, weil das killt Vesprit nicht. Ich gehe einfach für Spukball. Ich gehe einfach für Spukball. Ich trade jetzt meinen Frostedje hier raus, was sehr traurig ist, weil Frostedje, wie gesagt, eigentlich mein bestes Mon ist. Aber ich glaube, ich kann Frostedje halt nicht... Ich kann Frostedje halt nicht... Ich komme nicht richtig durch Vesprit durch. Das ist, was ich sagen. Ich komme nicht richtig durch Vesprit durch, wenn ich mit Frostedje zu sparsam spiele. Weil ich muss irgendwie Damage forcen. Wenn ich nämlich in Heatran gegangen wäre, um zu Fireblasten, dann wäre da Latias reingekommen. Mit Drachenpuls mache ich kaum was gegen Vesprit. Da kommt dann einfach eine U-Turn raus und geht in den Infernape. Und dann habe ich ein ähnliches Problem. Und ich glaube halt, dass deswegen Frostedje gehen und mit Shadow Ball Damage forcen hier der beste Play ist. Und jetzt nehmen wir das Vesprit auch einfach noch mit. Das ist gut. Jetzt muss ich, glaube ich, sogar, so dumm es klingt, in Suicune gehen. Suicunes Matchup ist zwar nicht gut wegen Celebi, aber ich möchte nicht, dass hier Sandama gratis reinkommt. Und deswegen denke ich, ich sollte hier in Suicune gehen. Wenn ich Latias sehe, muss ich wahrscheinlich direkt in Heatran rauswechseln. Weil ich werde das Latias nicht 1v1 mit Suicune. Erst recht, wenn es ein Karma-Mindset ist. Ich könnte in Primeape gehen, aber ich habe halt Angst vor Sandslash. Ich gehe jetzt in Suicune. Ich möchte nicht, dass Sandslash reinkommt. Infernape wäre hier auch ein guter Play, weil es halt eine U-Turn hat. Wenn Celebi reinkommt, drücke ich, glaube ich, einfach... Drücke ich dann einfach einen Attacking-Move? Ich habe Angst vor dem Endgame Infernape. Ich bin ehrlich, ne? Ich habe ein bisschen Angst vor Endgame Infernape. Deswegen will ich Suicune eigentlich nicht einfach so sterben lassen. Und hier kommt Suicune. So, sehen wir Sandama, sehen wir Infernape. Und hier kommt den Latias. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. So, ich könnte jetzt Hard Heatran gehen. Doch es kann nur einen Sieger geben. Wer wird das sein? Latias kann halt potenziell Earthquake, ist das Problem. Wenn ich Hard Heatran gehe und mein Heatran in die Luft sprenge mit Explosion. Ich meine, Heatran lebt auf jeden Fall einen Hit auf den Switch-In. Ein Hit auf den Switch-In ist auf jeden Fall drin. Ich gehe in Heatran. Dafür habe ich das Ding. Und ich brauche halt meinen Close Combat Check für Infernape, um auf jeden Fall einen Hit zu leben und das Ding zu surfen. Carmine. Bisschen ätzend, aber muss ich jetzt halt explodieren. Weil ich denke, Latias wird sich jetzt sagen, okay, es ist schneller.
und es ist speziell bulky genug. Der steckt das jetzt weg, deswegen, ich gehe jetzt für Explosion. Ich spreng meinen Heatran in die Luft. Wenn jetzt hier Sandslash reinkommt, dann ist das so, dann ist das aber gut für Primeape. Wenn Sandslash weg ist, wird Outrage Primeape besser. Ich spreng jetzt meinen Heatran in die Luft und Latias ist drin geblieben. Heatran killt das. Das sollte eine Roll sein, je nach Latias Set. Sick. Okay, wir haben Latias. Wir haben das Latias. Danke, Heatran. Let's go. Das ist ein guter Trade. Das ist ein sehr guter Trade. Den gehe ich ja jederzeit ein. Holy shit, ist das ein guter Trade. Okay. Okay, ich bin sehr zufrieden mit diesem Trade. Geht man jetzt in Razaf? Ich glaube, man geht jetzt in das Scarf Razaf. Ich habe ein bisschen Angst vor Scarf Nape. Und hier kommt Razaf. Ich habe ein bisschen Angst vor Scarf Nape, aber gegen Celebi wäre die U-Turn sofort sehr nice. Celebi. Das wollte ich sehen. Bitte sei nicht Scarf Celebi. Das wäre jetzt Worst Case, glaube ich. Ich glaube, das wäre Instant Over. Ich gehe für Kehrtwende. Ich glaube, Scarf Celebi wäre nicht gut für mich. Ich glaube, Scarf Celebi wäre echt nicht gut für mich. Ich weiß halt nicht, ob man Scarf Celebi spielen würde. Ich sehe halt Scarf Nape irgendwie besser. Aber, Scarf Celebi wäre auf jeden Fall jetzt ein Problem. Okay, jetzt klingelt es an der Tür. Ich kann leider nicht annehmen. Das ist sehr traurig. Die müssen das halt, das Paket jetzt halt eben an der Tür abgeben. Seite. Switch out. Okay. Das ist sehr gut. Und hier kommt Sandama. Sandama switch in ist, glaube ich, fein. Da gehen wir jetzt nämlich mit unserer Kehrtwende raus. Und jetzt ist die Frage, was bringen wir denn rein? Was bringen wir denn rein? So, mit Medicham könnte ich halt nur Zen Headbutton. Aus Qun denke ich halt, kommt direkt der Switch auf Celebi und damit ist mir auch nicht geholfen. Ähnliches Problem habe ich aber mit Medicham. Aber wenn Medicham stirbt, ist das, glaube ich, nicht so schlimm. Ich gehe jetzt in Medicham. Und hier kommt Meditalis. Ich glaube, das ist hier der Play, für den man die gehen muss. Schadet dem Pokémon. So, und jetzt gehe ich einfach für einen Zen Headbutt. Weil meine Ausdauer-Strat bringt mir eh nichts. Und ich gehe aber für so viel Damage, wie ich austeilen kann. Ice Punch wäre jetzt nice. Habe ich aber nicht. Hatte ich mal auf einem vorherigen Set. Aber dann muss ich jetzt halt Zen Headbutt drücken. Okay, bleib drin. Das ist gut. Das ist gut. Weil das ist kein Switch auf Celebi. Das macht gar nichts. Da kommen Erdbeben. Tilt wahrscheinlich einfach. Ein gewaltiger Schlag. Na, noch nicht. Noch nicht. Aktiviert meine mächtige Salka-Beere. Wie viel Schaden nehme ich von Poison? Ich werde keinen weiteren Hit mehr überleben. Wie stark ist jetzt mein Reversal? 25 KP. Okay. Medicham. Reversal ist jetzt 100 Base Power. Das ist immerhin mehr als Zen Headbutt. Ja, ne? Dann drücken wir jetzt wohl einmal ein Reversal. Schön gemacht. Die rote Seite ist schwer. Sandama steht noch. Das ist nicht gut. Rapid Spin kommt. Ah, ja. Mhm. Das war hier definitiv der richtige Play. Oh oh, es sieht nicht gut aus. Es sieht gar nicht gut aus.
Okay. Wenn ich das noch gewinnen will, kann ich dann hier in Razaf gehen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn ich das noch gewinnen will, muss ich jetzt in Kyun gehen. Wie viel macht Razaf mit Outrage gegen Infernape? Primeape. Gegen Infernape. Nicht genug, aber mit einem Crit könnte ich killen. Aber ich gehe davon aus, dass es Scarfnape ist und deswegen wird das wahrscheinlich trotzdem nichts. Ich muss jetzt aber hier in Kyun gehen. Ein wenig angeschlagen, wie einmal reinsurfen, dann das Celebi Signal Beam. Tja, und hoffen, dass ich mit Scarf Primeape irgendwie gewinne. Ich glaube, dass ich einen Hit von Celebi lebe, wenn es kein Leafstorm ist. Aber ohne das Poison wäre das hier eine ganz andere Geschichte, weil dann könnte ich mit Kyun, mit Protect und so einem Shit was machen. Aber ich glaube, so wird das hier nix. Die Vergiftung schadet dem Pokémon. So. Celebi machen wir halt auch nur so 50, ist so das Problem. So stark ist der Signal Beam dann doch nicht. Und hier kommt Celebi. Wir haben auch keine Rocks mehr, was auch echt ungeil ist. So, wir gehen für den Signal Beam. Das ist das Stärkste, was ich habe. Los geht's, Ampelleuchte. Würde mich freuen über Damage Output. Ein Crit wäre cool. Ein Crit wird mir helfen, ja, doch. Ein Crit wäre nice. Also, wenn Suicune das Celebi crittet, nicht andersrum, ne? Darüber würde ich mich freuen. Auswechseln kann ich halt nicht. Ich frage mich, was Celebi gerade überlegt. Öwe, was denkst du dir gerade? Energieball. Hast du gerade gekalkt, ob das killt? Hat es nicht. Hier kommt meine Ampelleuchte. Ein ungeheuer massiver Treffer. Guter Treffer. Speed Boost. Oh shit. Ja, damit ist over. Damit ist over. Mein Primeape ist nicht schneller als dieses Celebi. Shit. Beide Seiten haben noch eine Chance zu. Ja, RIP. Damit GG. Celebi gewinnt jetzt mit 2x Psychic. Jetzt wäre es cool gewesen, Heat schon noch zu haben, aber nee, Celebi wird den auch mit Earth Power killen. Nee, tut an der Stelle nichts. Aber ich habe halt Latias weggetradet bekommen. Das war so der Main Threat. Die Hazards haben mich halt gekillt, ne? Und hier kommt Raza, ein wenig angeschlagen. Die Hazards haben mich halt komplett gekillt. Ich kann hier nicht mal für Close Combat gehen, weil dann sterbe ich zu Mark Punch Nape, wenn das Mark Punch Nape sein sollte. Weil entweder ist es Scarfnape und ist eh schneller als ich, oder es ist Mark Punch Nape und killt mich nach Nahkampf. Ich glaube, meine einzige Hoffnung ist, dass es weder noch ist, ne? Hier für Nahkampf. Ja, aber Celebi ist eh schneller. Von daher. Warum geht's für. Ah ja, es wird wohl keinen Psychic Move haben. Ein direkter Treffer. Okay, wenn das Infernape jetzt weder Scarf noch Mark Punch ist. Viel eingesteckt im Nahkampf. Dann könnte Primeape das jetzt noch holen. Es ist besiegt. Aber das halte ich für sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Das halte ich doch für sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Und hier kommt Panferno. Raza hält sich mit allerletzter Kraft. So. Das ist Scarf. Panferno! Es hat Tempo-Heap, ja. Entweder oder. War an der Stelle egal. Eins von beiden muss es sein und dann gewinnt er. Also, GG, die Hazards haben mich halt hops genommen, ne? Die Hazards haben mich hops genommen. Ich hatte halt. Was war meine Hazard-Removal, die ich hätte bringen können? Was hatte ich auf meinem Kader? Ich hatte Kabutops, genau. Das ist keine gute Hazard-Removal, Leute. Erst recht nicht gegen das Team. Ja, vielleicht hätte ich Torn Frostless im Lead bringen müssen. Vielleicht wäre das der Way gewesen.
Wahrscheinlich. Aber für sowas macht man das ja, ne? Da haben wir ein bisschen Übung wieder drin. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal bei was anderem. Oder vielleicht in der Liga. Mal gucken. Bis dann. Tschüss.